teile ich das Wort dem Kollegen Detlef Pilger, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele Ereignisse der letzten Wochen haben gezeigt, dass wir beim Thema Homosexualität noch weit von Normalität entfernt sind. Ganz deutlich, es wurde eben angesprochen, wurde dies nochmals beim Coming-out von Thomas Hitzlsperger. Zunächst möchte ich an dieser Stelle betonen, dass ich den Mut und die Entscheidung von Thomas Hitzlsperger bewundere. Ich habe großen Respekt für seine Entscheidung. Gleichermaßen muss man feststellen, auch Thomas Hitzlsperger als ehemaliger Nationalspieler wagt diesen Schritt erst, als er kein aktiver Sportler mehr ist. An dieser Stelle wird noch mal deutlich, wie Druck ausgeübt wird, vor allen Dingen in den Stadien. Thomas Hitzlsperger hat genau am Schirm gehabt, dass wenn er im Stadion als Schwuler geoutet wäre worden, wäre er platt gemacht worden, man hätte ihn denunziert, er hätte wahrscheinlich den Schmähungen auf Dauer nicht standgehalten. Die Medien, auch das ist ein Zeichen dafür, wie außergewöhnlich so etwas noch bewertet wird. Die Medien haben es tagelang auf ihren Schlagzeilen, die Tagespresse war immer gefüttert mit dem Outing von Thomas Hitzlsperger. Es gab eigene Talkshows. Man sieht immer noch, wie außergewöhnlich das Thema ist und wie weit wir davon entfernt sind und wie viel wir noch tun müssen, damit sich Schwulsein als Normalsein etabliert. Gerade in klassischen Männersportarten, wie Fußball nach wie vor eine ist, obwohl die Frauenfußballerinnen durchaus international erfolgreicher sind, passt Schwulsein nicht ins Klischee einer immer noch starken Fankultur. Häufig ist es nur ein kleiner Teil der Fans, der insgesamt diese Stimmung schürt, dem jedoch in den Stadien nicht deutlich widersprochen wird oder widersprochen werden kann. Stellt sich die Frage, was können wir tun, um diese leidvolle Situation hin mit mehr Toleranz und Vielfalt zu verändern? Zunächst habe ich selbst über meine Sportlertätigkeit nachgedacht. Dabei müsste statistisch von 11 Spielern einer schwul sein. Auch mich hat das zum Nachdenken gebracht, wer von meinen Sportskameraden innerhalb meiner 50-jährigen Fußballerdaseins hat damals und bis heute unter dieser Situation gelitten. Erfreulicherweise, und das wurde angedeutet, gibt es natürlich Initiativen von einzelnen Vereinen, Verbänden und Fangruppen. Jedoch könnte gerade hier das verstärkte Gespräch mit den unterschiedlichen Fangruppen ein vielversprechender Ansatz sein. Sportfunktionäre, Verantwortliche in Vereinen, Trainer, Spieler müssen hier deutliche Zeichen setzen. Sowohl der DFB als auch das NOK bemüht sich jeweils, um mehr Toleranz und Respekt zu werben und Brücken zu bauen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Aussehen und sexueller Veranlagung. Als beispielhaft dürfen an dieser Stelle die Berliner Vereine Hertha BSC, Türkimspor und Tennis Borussia Berlin genannt werden, die durch ihr Engagement eine deutlich höhere Akzeptanz von Schwulen und Lesben in ihren Vereinen bereits erreicht haben. In der Fortbildung von Trainern und Übungsleitern müsste stärker auf das Thema Homosexualität eingegangen werden. Es müsste früh möglichst ein Gespräch mit den jungen Sportlerinnen und Sportlern geführt werden. Diese Ansätze, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen jedoch dringend ausgebaut, stärker unterstützt und finanziert werden. Eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit diesem Thema sollte dringend erfolgen. Hier wäre besonders der Bereich Bildung gefordert. Bereits bei der Lehrerausbildung sollte Homosexualität eine stärkere Berücksichtigung finden. In Lehrplänen dürfte Sexualerziehung kein Randthema sein, sondern fester Bestandteil einer interdisziplinären Lernens. Fächer wie Biologie, Deutsch, Sozialkunde, Ethik, Religion bieten sich hier insbesondere an. Aber auch im Sportunterricht sollte Homosexualität sowie differenzierte Sportleistungen unbedingt behandelt werden. Meine Erfahrungen als Lehrer an einer sehr großen berufsbildenden Schule haben gezeigt, dass es zunehmend eine stärkere Akzeptanz von Homosexualität gibt, aber gleichermaßen auch noch viele Vorurteile. Das macht sich häufig fest, auch an Schimpfwörtern, wo dann ein schlecht gespielter Fußballpass dann ein schwuler Pass wird
oder eine schlechte Zeugnisnote zu einer schwulen Note. Das ist diskriminierend, ist menschenverachtend und tut weh. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Politik könnte hier deutlichere Signale senden, damit Homosexualität als normal bewertet wird. Wir sollten uns nicht von der Justiz treiben lassen, um die Gleichstellung voranzubringen. Es besteht nach meiner Meinung dringender Handlungsbedarf beim Adoptionsrecht und der Öffnung der Ehen für gleichgeschlechtliche Paare. Zumal man für eingetragene Lebenspartnerschaften zwar bereits gleiche Pflichten, jedoch keine gleichen Rechte manifestiert hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns dies doch gemeinsam tun. Die wesentlichen Fragen, wo es um Menschenrechte, um Bürgerrechte, um ethische Fragen geht, lassen Sie uns das doch bitte gemeinsam tun. Ich glaube, es tut unserem Hohen Hause gut, das gemeinsam nach außen zu tragen. Rechtsverletzungen wie etwa in Russland oder in der arabischen Welt dürfen bei Staatsbesuchen nicht unkommentiert bleiben. Wenn wir glaubwürdig für Normalität und Respekt im Umgang mit Homosexualität im Sport und der Gesellschaft eintreten wollen. Ich würde gerne schließen mit einem Zitat eines von den meisten von uns bewunderten Mannes des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, der bei einem Interview befragt wurde zu seiner Einstellung zur Homosexualität. Der Papst wörtlich: Wenn einer Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich, um über ihn zu richten? Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam alles tun, um für die Gleichstellung von homosexuellen Menschen hier und international zu sorgen. Zum Antrag von Bündnis 90 Die Grünen fragen wir uns, warum haben Sie dieses eilige Prozedere gewählt? Ich hatte als Berichterstatter am Dienstagabend, nein, eigentlich am Mittwochmorgen erst die Vorlage auf dem Tisch. Wir hatten keine Möglichkeit mehr, in der Fraktion darüber zu sprechen. Ein solch wichtiges Thema braucht mehr Zeit, muss fundiert sein. Ich bin etwas einer anderen Meinung wie der geschätzte Kollege Eberhard Ginger. Ich sehe in Ihrem Antrag viele gute Ansätze, aber bitte, es war einfach im Hauruck-Verfahren. Von daher können wir dem Antrag leider nicht zustimmen. Wir legen eine eigene Vorlage vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die erste Rede des Kollegen Detlef Pilger im Deutschen Bundestag. Dazu wollen wir ihm alle herzlich gratulieren. Nun erteile ich das Wort unserem Kollegen Dr. Frank